Gegen Königshofen steht es 3-3. Eigentlich 4-3. Ja. Dennis Hermann kommt direkt von der Top 12 der deutschen Rangliste. Hat den 7. Platz bei U15 gemacht. Hoffnungsvollstes Nachwuchstalent des TV Hildburgstein. Und beim Stande von 4-4, Alexander Fleming hat heute beide Spitzenspieler von Passau geschlagen. Ein Spiel im hinteren Parkplatz, Dr. Nico Christ als Rückschläger. Gegen Franzisek Mitchell, wenn ich das A richtig weiß und B richtig ausspreche. Mitchell setzen 0-2 hinten und das schaut nicht gut aus.
Jetzt wollen wir jetzt schnell.